Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich nach diesem Redebeitrag eben mal anknüpfen an das, was Lothar Wieler gestern in einem Video, finde ich, sehr eindrücklich gesagt hat. Wir haben im Moment jeden Tag über 50.000 Neuinfektionen mit Corona in Deutschland. Bei einer, wie Lothar Wieler ausführte, Case Fatality Rate, also die Leute, die daran sterben, von 0,8, kann man sich ausrechnen, sind es 400 Menschen, die an Corona sterben werden. Wenn Sie von Freiheit reden, dann meinen Sie die Freiheit dieser Leute zu sterben. Und das finde ich unerträglich. Meine Damen und Herren, es war ein kurzer Sommer der Hoffnung. Trotz der dominierenden, hoch ansteckenden Delta-Variante gingen die Infektionszahlen zurück. Die Intensivstationen leerten sich allmählich. Endlich war genug Impfstoff für alle da und viele Berlinerinnen und Berliner ließen sich immunisieren. Groß war die Hoffnung, einen erneuten Corona-Winter mit Diskussionen über Schulschließungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens vermeiden zu können. Dass diese Hoffnungen enttäuscht wurden, dafür tragen, und das sage ich unumwunden, auch wir selbst einen guten Teil der Verantwortung. Es ist uns in Berlin leider nicht gelungen, ausreichend Menschen von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen. Ja, die Situation ist nicht so verheerend wie in Bayern, Sachsen und leider auch in Thüringen. Aber sie ist eben nicht so gut wie in Hamburg oder Bremen. Und gerade das Beispiel Bremen zeigt uns, was möglich wäre, wenn wir gezielt und vor Ort auf Menschen zugehen. Und es zeigt auch, was 5% Impfquote bei der Belegung oder besser Nichtbelegung von Intensivstationen bedeuten. Leider konnte sich der regierende Bürgermeister angesichts einer stockenden Impfkampagne nicht dazu entschließen, zu einem Impfgipfel mit allen Beteiligten einzuladen. Leider haben sich im Bund diejenigen durchgesetzt, die lieber auf schwarze Pädagogik setzen und Ungeimpften das Krankengeld im Quarantänefall strichen und kostenlose Bürgertests abschafften. Die Impfkampagne hat das alles nicht vorangebracht. Stattdessen hat es die Ausbreitung des Virus begünstigt, weil viele Infektionen unentdeckt blieben. Meine Damen und Herren, wir brauchen weiterhin gezielte Maßnahmen, um diejenigen zu erreichen, die sich bisher nicht impfen ließen. Damit meine ich nicht die, die an Reptiloide oder an eine Verschwörung der Pharmalobby glauben, sondern an die, die verunsichert und immer noch zu wenig informiert sind. Ja, es gibt überall in der Stadt gute Initiativen, die sich darum bemühen. Aber es fehlt an einer gesamtstädtischen Planung und Unterstützung. Wir müssen das jetzt hinbekommen, wenn wir nicht alle Jahre wieder in der gleichen Misere stecken wollen, so wie Lothar Wieler gestern auch gesagt hat. Meine Damen und Herren, neben den Ungeimpften gibt es aus meiner Sicht zwei große gesellschaftliche Gruppen, die durch die aktuelle Entwicklung besonders bedroht sind. Das sind nach wie vor ältere Menschen. Das sind nämlich die, die auch den größten Anteil in der Belegung der Intensivstationen sind, auch momentan noch, für die sich eine Infektion trotz Impfung zu einer gefährlichen Erkrankung auswachsen kann. Dass wir hier früh begonnen haben zu boostern und damit auch schon vergleichsweise weit vorangekommen sind, ist gut. Aber auch da geht noch was. Wir haben das im Frühjahr gezeigt, als in Berlin dank vorbildlicher Versorgung der Älteren inklusive der Taxifahrt zum Impfzentrum in aller Munde war. Jetzt stehen einige von Ihnen 1,5 Stunden am Impfzentrum an. Das können wir besser, finde ich, und hier gilt es in den nächsten Wochen nachzulegen. Und wenn jetzt die CDU davon redet, neue Impfzentren im Osten aufzumachen, dann will ich mal sagen, unser Bürgermeister in Lichtenberg, der macht das, am Ringcenter und in Karlshorst. Micha Grunst macht das und fordert das nicht nur, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Die andere Gruppe, über die ich reden will, sind Kinder und Jugendliche, die sich noch nicht oder erst seit kurzem impfen lassen können. Mit Inzidenzen von heute über 1000 bilden sie aktuell den Hotspot des Infektionsgeschehens. Ich weiß um die Emotionalität der Debatte über die Maskenpflicht in den Schulen und ich nehme alle Hinweise ernst, wie belastend das ständige Maskentragen gerade für Kinder ist. Aber gibt es angesichts der beschriebenen Situation dazu wirklich eine Alternative? Es ist mir unverständlich, weshalb es so lange gedauert hat, diese wieder einzuführen, die Maskenpflicht. Ja, weshalb wir überhaupt darauf verzichtet haben. Es ist mir unverständlich, weshalb auch in diesem Herbst noch nicht genügend Luftfilter zur Verfügung stehen. Es ist mir auch unverständlich, weshalb wir nicht konsequenter zum Modell des Wechselunterrichts zurückkehren. Wir sehen doch,
dass wenn hier die Schwellenwerte erreicht werden, es schon längst zu spät ist. Meine Damen und Herren, was muss aus Sicht der Linksfraktion jetzt geschehen? Nachdem sich die Union und die FDP einen Wettlauf geliefert haben, wer als erster die pandemische Notlage abschafft, hat die sich abzeichnende Koalition auf Bundesebene jetzt noch mal nachgebessert. Eindämmungskonzepte wie 2G und 2G+, also mit einem zusätzlichen Test oder anderen weitergehenden Schutzmaßnahmen, werden möglich bleiben, gut so. Aber zu einer klaren Regelung, Kollegin Gebel hat es angesprochen, den Krankenhäusern auch wieder eine Pauschale auf nicht belegte Betten zu zahlen, um diese freizuhalten, um sie im Notfall zu belegen, Fehlanzeige. Dennoch müssen wir die gebotene Möglichkeit zur Eindämmung von Corona konsequent nutzen. Wirksam bekämpfen können wir das Virus nur mit Impfungen. Ein Blick nach Spanien, Portugal, Dänemark oder Bremen zeigt, eine hohe Impfquote bei Erst- und Zweitimpfung und ein entschlossenes Boostern, also die Auffrischungsimpfung, senkt Hospitalisierung und die Belegung von Intensivbetten. Bei letzterem hilft auch ein Blick nach Israel. Brandenburg hat gestern einen Impfgipfel angekündigt, weil dort Impfwillige gerade wieder auf Termine warten müssen. Und ich finde, jetzt müssen Kassenärztliche Vereinigung, die Betriebsärzte, Apotheken, Wohlfahrtsverbände, gesellschaftliche Gruppen an einen Tisch oder auf einen Bildschirm und miteinander beraten, wie wir das besser hinbekommen. Dazu erwarte ich eine schnelle Initiative vom Senat. Senioren und Pflegeheime müssen besonders geschützt werden. Ein tagesaktueller Test für Besucherinnen, für die dort Arbeitenden, für alle, die dort ein- und ausgehen, auch wenn sie geimpft und genesen sind, ist das Mindeste und jetzt auch in die Novelle des Infektionsschutzgesetzes aufgenommen worden. Wir halten darüber hinaus aber auch eine Impfpflicht für das Pflegepersonal für angebracht. Und ich will Ihnen das an dem Beispiel in Brandenburg verdeutlichen. Ja, in den Pflegeeinrichtungen, wo 11 Personen gestorben sind, da gab es eine Impfquote im Stammpersonal von über 90%, gut so. Aber überall in der Pflege müssen auch immer noch Leasingkräfte eingesetzt werden. Und dort war die Impfquote nicht so. Deshalb finde ich, es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, ob wir eine Impfpflicht für alle in der Pflege brauchen, damit die Patientinnen und Patienten klarer geschützt werden können. Wir müssen die Inzidenzen in Kitas und Schulen senken. Bei tausender Inzidenzen brauchen wir einen Schutzschirm für Schule und Kitas. Und zu diesem Schutzschirm gehören, wie es hier auch schon angesprochen ist, gute Arbeitsbedingungen, auch in Schulen und Kitas. Und deshalb gilt mein Gruß auch den Streikenden der AWO vor unserer Tür. Seit Monaten fordern wir den flächendeckenden Einsatz von Pool-PCR-Tests. Es ist jetzt endlich an der Zeit. Nordrhein-Westfalen zeigt, dass diese Tests wirksam sind. Darüber hinaus sollten wir die Schulen bis mindestens Weihnachten wieder zum Modell des Wechselunterrichts zurückkehren können, wenn sich die Schulkonferenz, die ja auch virtuell tagen kann, dazu verständigt. Die Präsenzpflicht sollte erneut ausgesetzt werden. Die Quarantäneregeln im Bildungsbereich sind der Situation nicht mehr angemessen. Es ist doch lebensfremd, nur die unmittelbaren Sitznachbarinnen in Quarantäne zu schicken. Und wenn die Bildungsverwaltung das nicht hinbekommt, dann, finde ich, muss die Verordnungsermächtigung für die Bildungsverwaltung aufgehoben und in die Gesamtrechtsverordnung wieder überführt werden. Vor allem aber müssen wir die Impfung bei den Kindern ab 12 schneller vorantreiben und uns bereits jetzt auf die zu erwartende Möglichkeit der Impfung von 5- bis 12-Jährigen vorbereiten. Und last but not least halten wir ebenso wie im Senioren- und Pflegebereich auch eine Impfpflicht für das pädagogische Personal in Schulen und Kitas für notwendig. Wir begrüßen die Ankündigung des Senats, in weiten Teilen zu 2G-Plus-Regelungen überzugehen. Nachdem die Bürgerinnen-Tests jetzt wieder kostenlos zur Verfügung stehen, ist das eine gute Möglichkeit, den Schutz nicht nur im Kultur- und Gastronomiebereich zu erhöhen. Herr Kollege Schatz, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gläser von der AfD-Fraktion zulassen. Um an dieser Stelle eine geschätzte ehemalige Kollegin zu zitieren, lieber keine Frage als eine schlechte Frage. Nein. Wir begrüßen die Rückkehr zur Homeoffice-Pflicht und die Aufrechterhaltung der Testangebotspflicht am Arbeitsplatz. Und schließlich möchte ich am Ende meiner Rede auch eine Forderung wiederholen, die ich bisher in jeder Rede zu Corona erhoben habe. Geringverdienende und Transferleistungsbeziehende brauchen in der Pandemie unsere besondere Unterstützung. Ein Schnelltest zu Hause ist sinnvoll, aber nicht für alle ist er billig. FFP2-Masken kosten.
Kinder in Quarantäne essen nicht kostenfrei in der Schule, sondern müssen zu Hause versorgt werden. Für Alleinerziehende bedeutet das nicht selten Verdienst- und Arbeitsausfall. Deshalb bleibt die Anhebung des ALG II auf 600, mindestens aber um 100 Euro, eine Forderung, die ich finde, die Ampel in ihren Koalitionsverhandlungen jetzt rasch beschließen sollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.